Jo, einen schönen, jetzt schon, vierten Advent euch. Mann, wie schnell die Zeit doch wieder vergeht. Das ist der Wahnsinn, Freunde, oder? Einen schönen vierten Advent. Alle Kerzen brennen wieder. Unser Adventskranz ist mal wieder in Aktion. Na, wie gesagt. Wünsche euch einen schönen vierten Advent und jetzt erstmal zum eigentlichen Video. Heute bauen wir den Maschinenträger einer Enercon E82. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011 und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Juhu, Hallöchen, Freunde! Einen schönen vierten Advent nochmal! Und heute habe ich mir was überlegt. Wie wäre es, wenn wir mal das Innenleben bauen? Das Innenleben einer Enercon E82 zum Beispiel. Oder einer E115. Oder. Ja, es ist voll egal, weil das ist ziemlich gleich, weil die sind ja ziemlich gleich gebaut. Die Gondeln sind nur mal größer, mal kleiner, aber unterscheiden tun die sich kaum. Also den größten Unterschied kann man zum Beispiel sehen von der E82 zur E53, E48, E44. Da sind die Gondeln schon etwas enger und schmaler, aber... Naja, da wird bei der E82 dann halt etwas breiter schon. Die dickste Gondel allerdings ist die dicke Bertha, die EP8. Zusätzlich auch die EP4 und ja, die sind etwa gleich. Und auch wenn es zwei verschiedene Megawattstufen sind. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal sagen, wir fangen an. Ich habe eben aus einem älteren Video von mir... hier den Maschinenträger abgeguckt, wie man den so baut, etc. Zum Glück habe ich mich da nochmal richtig durchschauen können. Jetzt können wir einfach die Blöcke abzählen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und dann, ja, dann müssen wir halt hier hoch und nachschauen. So flüssig kann ich das noch nicht. Also entschuldigt. Ich habe das gerade zum ersten Mal versucht, so richtig. Hier ist der Maschinenträger und den bauen wir jetzt. Ja, zuerst einmal muss ich hier an den Maschinenträger noch einen Block anhängen. Aber so ein. Ja, und dann kommt da noch ein Block dran. Da kommt dann Eisengitter zwischen und ja, wir gucken mal, ob wir wenigstens schon mal den Anfang hinkriegen. Danach können wir ja hier hochgehen wieder, ne? Ich habe jetzt bewusst eine glasige Gondel gebaut, damit wir einmal sehen können, wie das Ganze gebaut wird. Und dann auch von außen gucken können, wie weit wir sind und so weiter. So, hier soll der Maschinenträger rein. Zuerst einmal war ja hier noch eine Reihe schöner Blöcke, ne? Und da geht's dann los. Hier haben wir in den Ecken jeweils, ne? Da kommt dann Eisengitter rein, da und da. So, dann wird das Ganze hier nochmal gezogen. Jetzt geht's nämlich richtig an den schwersten Stellen des gesamten Maschinenträger sind nämlich die Treppen. Ja, hier allerdings andersrum. So, und das gleiche auch nochmal von unten. So, unter der Treppe wieder ein Block. So, seht ihr? Dann habt ihr hier quasi und hier, na, da habt ihr hier und hier praktisch Treppen. Und hier habt ihr Blöcke, wie in so einem Muster, ne? Ja. Dann geht das Ganze weiter. Auch hier oben müssen, meine ich, Treppen dran, oder wie war das? Wir gucken erstmal, wie es hier unten weitergeht. Ich meine, da war noch ein Block mehr dran. So. Das heißt, ihr habt hier eine Treppe, die von unten dran hängt.
schräg höher, also schräg darüber, habt ihr wieder eine. Also die Treppe hängt unterm Block. An der Treppe wieder ein Block. Und an diesem Block, der über dieser Treppe ist, die da drunter hängt, kommt eine Treppe dran. Ja. So. Dann sieht das Ganze so aus. Da dran wieder ein Block, an dem meine ich kann, wieder eine Treppe. Zack, zack. So. Ne? Ja. Ich mache das jetzt nicht aus Glas, sonst könnte man das gar nicht mehr groß unterscheiden. Na, deswegen, der Maschinenträger ist jetzt mal nicht eine Glasstruktur. Ich meine, Glastreppen gibt es auch gar nicht. So, von daher müssen wir hier anderes Material nehmen. Hier auch nochmal so, ne? Das setzen, ihr seht, wenn der Maschinenträger erstmal da ist, kommt man echt schwer durch die Gondel durch. Ich meine, dann war hier noch Treppen dran gewesen. Hier noch ein Block hin, so. Hier unten, weil der Maschinenträger, der kann ja schließlich nicht schweben, kommen auch nochmal Blöcke hin. So, ja, das wäre schon mal der untere Teil. Aber wie sieht's oben aus? Wir können ja nochmal gucken. Wie gesagt, so flüssig kann ich das noch nicht. Also entschuldigt, wenn ich dauernd gucken gehe. Aber immerhin habe ich schon einmal nachgebaut auf einem meiner älteren Videos. Ja, da kann ich nur sagen, gut, dass ich den Maschinenträger da so gut aufgenommen habe. Damals mit dem MHI Vestas 164 haben wir da ja was aufgenommen. Und ja, wie wir die Windräder bauen. Und jetzt sehe ich, ist hier schon ein kleiner Fehler unterlaufen. Ihr seht die Treppe da, daran ist dieser Block, auf dem steht die Treppe, ne? Genau das, was wir eben schon bei mir da unten gesehen haben. Alles klar. Ja, wir sehen hier unten drunter sind auch schon Treppen, hier von dem Eisengitter aus gesehen, ne? Wir nehmen das jetzt und bauen es wieder hin. So, sind auch schon Treppen drunter. Hä? Ich glaube, da habe ich einen kleinen Fehler. Den gucken wir uns mal eben an. Ach ja, und ich habe jetzt pure Nachtsicht. Also, ne? Ich habe den Dreh rausgekriegt, wie man das da eingeben muss. Und ja, deswegen trinken muss ich jetzt nichts mehr. So, ich wusste, ich habe einen Fehler gemacht. Wartet mal, Freunde. Ich baue das hier nochmal ab eben. Ja, Entschuldigung, wenn ihr es jetzt schon nachgebaut habt. Es tut mir sehr leid. So, hier waren Treppen dran. Dann müsst ihr das jetzt leider nochmal abbauen. Also ich empfehle euch, das ist kein Befehl oder so, ich empfehle euch, ne, dass ihr das Ganze erst baut, wenn das Video fertig ist, also wenn das hier zu Ende ist und, ja, ne, dann habt ihr hier von diesem Eisengitter geht dann ein Block drunter, da dran hängen schon die Treppen, wenn ihr das richtig seht, ne, ja. Die eine von der Seite, von unten dran gehängt, dass sie so aussieht. Die andere von oben, ne, dass sie so aussieht. Ja, ne, die kann man ja von unten und von oben dran machen. Die verbinden sich ja perfekt mit den Blöcken. So, daran kommen Blöcke. Ja, daran kommen, meine ich, Blöcke. Dann haben wir hier Treppen. So. Unter den Treppen wieder Blöcke. Zack, zack. Ey, dahin. Ich meine, da waren auch wieder Treppen, um das Ganze ein bisschen zu verschönern wieder, ne? So. Hier dran kommt wieder ein Block. Und an den kommen wieder Treppen.
So, ich meine, so war das. So, hier stützen wir. Nee, ich habe wieder irgendwo einen Fehler. Warte mal. Stopp, baut das bitte noch nicht nach. Hier war irgendwo ein luftiger Block, meine ich. Ich guck noch mal. Komm schon raus da. Ja, hier habe ich noch mal probiert, den Turm, wie er im Video zu sehen war, nachzubauen. Ist mir aber bisher noch nicht so gelungen. Aber, naja, ich werde irgendwann noch mal den Turm ändern. Aber jetzt sind wir beim Maschinenträger. Also wir haben hier direkt unter diesem Block eine Treppe. Dann so, so. Da dran kommt ein Block. An den hängen wir wieder eine Treppe. Mit Block darauf wieder eine. So. Besser. Ja. Also hier ist das Eisengitter, darunter ein Block, darunter die Treppe. Weil hier zwischen dem Block ist ja auch noch ein Eisengitter. So, dann haben wir das hier, die zwei diagonalen Treppen und zwei diagonale Blöcke. Ne? Ja, an diesem Block kommt wieder ein Block, darunter wieder eine Treppe und daran wieder eine. Und darunter ein Block. Daran wieder ein Block. Und dann wäre ich, wie es aussieht, fertig, weil dann kommt der obere Teil schon runter hier. Wie ich sehe, ja. Okay. Hier an dieser Maschinenhauskante endet das also, wie ich sehen kann. Da endet der Maschinenträger. Da macht er sein Ende. Ja. Okay, dann bauen wir das nochmal. Ich hoffe, dass ich es jetzt hinkriege. Ja. So. Also an dieser Kante endet der untere Bauabschnitt des, ja, des Maschinenträgers. Haben wir hier noch Blöcke, so. Ja, und der ist da unten am Maschinenhaus logischerweise abgestützt, weil der kann ja nicht schweben, oder? Jetzt kommen wir zu dem oberen Teil. So. Der wird hier und hier montiert. Dass ihr, ja, dass ihr hier oben gar nichts dran macht, dass ihr gleich einen tiefer geht, zwei Blöcke macht. Dann macht ihr hier über den Treppen wieder zwei Blöcke. Daran kommen Treppen drauf, so. Naja, dass das Ganze hier wie so ein Fünferloch ergibt, ja. Ne? Daran kommen wieder Blöcke, Blöcke, so. Ja, genau, deswegen entsteht dann hier dieser luftige Block, ne? Den wir da eben gesehen haben, der dann hier praktisch Luft ist und frei ist, ne? Weil hier kommen wieder Treppen drauf. Nee, das sieht nicht aus. Machen wir mal weiter so, ne? Dann kommen da in die Ecken, in diese Eckkanten hier vom Maschinenhaus kommen wieder Blöcke. Wobei, nee, ja, da kommen Blöcke hin, aber auf die kommen keine Blöcke, sondern so Treppen. So baut ihr den Maschinenträger, so in etwa. Ja. Das hier oben.
nicht sogar noch einen Block hin. So. Ich gehe noch mal gucken, wie das im oberen Teil war. Ich will ja nur, dass ihr endlich mal das Gefühl habt, dass ihr auch mal eine Windkraftanlage komplett bauen könnt, anstatt nur das Äußere, auch mal das Innere, welches schwieriger ist. Ich hoffe, dass ihr mit meinen Tutorials da durchsteigt und ja, wir schauen uns mal das Ding an. Ja, da sehen wir schon, was ich machen muss. Hier kommt erstmal ein Block, an den kommt eine Treppe, darunter ein Block mit einem Block dran. Bauen wir das mal. Hui! Na. Gucken wir mal, ob wir das so hier haben. Nee, wir müssen den Block ein tiefer setzen. Und hier oben kommen Treppen dran. So. Ja. Ja, ich würde mal sagen, das ist doch schon quasi praktischerweise der Maschinenträger, zumindest so der erste Maschinenträger, den ich jetzt so richtig gebaut habe hier. Ja, wir können uns das Ganze nochmal von draußen ansehen. Ey, so, dadurch bitte. Ja, da seht ihr ihn. Hier unten ist er ab, also ja, hier ist er abgestürzt. Der kann ja schließlich nicht fliegen, ne? Und so weiter. Eigentlich müsste der ja hier mit dem Turm irgendwie verbunden werden. Aber das ist in Minecraft halt ein bisschen schwer, den mit dem Turm in Verbindung zu bringen. Weil der ja auf dem Turm sitzt und nicht einfach so in der Luft. Da muss man dann gucken, wie man das hier unten an den Turm montiert, indem man da vielleicht nochmal Blöcke setzt. Ne? Ja. Muss man dann gucken, wie man das machen will. Wenn man die setzt, kann man, meine ich, die auch abreißen. Wir gucken nochmal von draußen. Das ist halt der Grund, wieso ich diese E82-Gondelmaus Glas gemacht habe. Da können wir den Maschinenträger gut sehen. Und ja. Der Axtzapfen, der kommt ja auch noch hier vorne hin, ne? Den baut ihr so. Ja, noch mal langsam. Also, ihr baut für den Axtzapfen, baut ihr als allererstes mal hier das mittlere Loch zu. So, der hängt an dem Maschinenträger mit dran. So, dann baut ihr hier wieder drei Blöcke vor. So. Dann baut ihr hier zwei dran. Und hier jeweils nochmal so einen so drumherum. Beziehungsweise auch gerne zwei drumherum so. Ne? Ja. Und dann nochmal einen nach vorne. So. Jetzt habt ihr den Axtzapfen, damit das Ganze mehr nach so einem axigen Zapfen aussieht, kommen hier noch Eisengitter hin. So. Ja, und wenn man jetzt die Rotornarbe schließt, dann na, dann da geblieben. Wenn man jetzt die Rotornarbe schließt, dann ja, ihr seht, mit Glas ist es gar nicht so einfach. Auf jeden Fall müsste die Rotornarbe dann hier ihre Mitte haben. Das ist so der letzte Abschnitt der Rotornarbe, wo der Axtzapfen quasi mit angeschlossen wird hier, ne? Ja, ne, also, dann baut ihr die Narbe zu,
wenn ihr das so habt. Beziehungsweise mal überlegen, fehlt noch etwas? Ja klar, fehlt noch was. Bevor wir die Rotornarbe jetzt richtig zubauen, bauen wir auch nochmal die Rotorblatthalterung rein. Die gehen so. Ja, die untere ist ein bisschen einfacher. So. So macht man hier einfach von dem Achszapfen einmal das Gitter weg, so ungefähr, ne? Na, das gleiche macht ihr hier auch, so. Und auch auf dieser Seite setzt ihr das so hin. Dann habt ihr hier quasi das erste Rotorblatt, wie es hier rein montiert wird nachher, ne? Könnt ihr ja noch mit Eisengitter verstärken. So. Ach ja, wenn man da mal reinkommt, danke. So. So. Und so. Dadurch sieht das noch ein bisschen realistischer aus, ne? Ja, jetzt kommen wir zu den Schrägen. Hier geht es schräg rauf und auch da. Natürlich hier nicht in echt. Also ich mache hier jetzt keine richtigen langen Rotorblätter dran. Das soll hier nur zu Demonstrationszwecken stehen, damit man ja einmal sieht, wie baut man das Innenleben. Ja, jetzt geht's hoch hinauf an dieses Rotorblatt und an dieses spätere Rotorblatt. Da geht's jetzt hinauf. Da müssen wir erstmal gucken, denn auch das geht einfacher, als manche sich gedacht haben. So, aber natürlich in schräger Form, ne? So, ja. Und hier unten das gleiche nochmal ansetzen. So ungefähr. Ja. Das gleiche macht ihr da noch zwei Blöcke hier hin, ne? Hinterher gucken, wie das mit dem Eisengitter hier hinkommt. Ja. So, ne? Setzt er da einen Block. Hier einen Block. Und das gleiche nochmal unten drunter. So. Ja, dass ihr dann hier wie so ein schrägen, ja, wie so ein schräges Teil quasi habt. In die Lücken könnt ihr, wenn ihr wollt, noch Eisengitter setzen. Weil wir das ja auch hier unten gemacht haben, dann kann man es auch an den anderen Flügeln machen, von mir aus, ne? Ja. So. Ja, und das schräge Teil, das machen wir jetzt nochmal auf dieser Seite. So. Hier einen Block setzen. Hier einen Block setzen. Und auch hier. Ja. Das Ganze nochmal von unten. So. Ne? Ja, das Ganze machen wir dann auch nochmal jetzt hier. So. Und natürlich hier oben. So. Eisengitter dazwischen in die Lücken setzen. So. Ja, würde mal sagen, das hätten wir soweit erledigt, ne? Das Innenleben einer Anlage, ja, machen hier nochmal die Narbenabdeckung weg, dann können wir es besser sehen, ja, würde mal sagen, ne? Gar nicht so schlecht, oder? Hier habt ihr nochmal den Maschinenträger, den habe ich eben gebaut, nicht ganz flüssig, deswegen tut mir leid, nochmal der Hinweis. Ihr solltet das erst gucken, wenn der Maschinenträger fertig ist. Ja, ne? Hier ist er. Na, das ist der Maschinenträger da drin, ne?
Und ja, ich könnte ja eigentlich auch mal die Gondel abreißen wieder. Jetzt haben wir den Maschinenträger, ja, ne? Dann können wir auch besser da reingucken, weil das Glas ja nicht ganz glatt und sauber ist. Ihr seht, hier sind überall diese farblichen Punkte, die so ein bisschen verhindern, dass man da glatt reingucken kann. Das ist in der Vanilla so. Das ist ohne Texture Pack, ohne einfach alles. Das ist ganz normales Vanilla eben. Deswegen reiße ich die Gondel jetzt ab. Und ja. Na, und ich habe Nachtsicht dauerhaft. Ja, und ich muss ja einfach nur alles abreißen, was Glas ist. Das andere muss ich stehen lassen. War nicht so leicht, wenn ich jetzt dem Maschinenträger so nah bin. Haha. Deswegen werde ich da etwas langsamer mit dem Abreißen des Glases, weil ich mich da mehr konzentrieren muss, damit ich den Maschinenträger nicht wegreiße. Ja, dann sehen wir hier, ne? Ja, ich muss erstmal das Ganze wegreißen. Dann können wir nämlich hier ganz perfekt den Maschinenträger sehen. Hier seht ihr ihn. So wird er gebaut. Und ja, ich weiß nicht, gibt es da noch irgendwas dazu zu sagen? Soweit ich weiß, nicht. Na, so könnt ihr ihn wenigstens sehen, ne? Na. Von daher, ne? So sieht der Maschinenträger halt aus. Und ja, ich kann ja noch mal gucken, ob ich den jetzt hier luftig gebaut kriege. Dafür baue ich hier erstmal einen provisorischen Turm auf. Wieder. Denn wir haben ja jetzt ein Abbild. Ich kann den ja jetzt noch mal ein bisschen schneller bauen als vorhin. Wir haben ja ein kleines Abbild des, ja, Maschinenträgers. Und der, ja, das Hinterkantensegment, das Anacon nennt es auch den Spoiler. Ja, den würde ich sagen, den mache ich im nächsten Video dann. Da werde ich mir den erst aufbauen da oben und werde ihn euch dann nachbauen, damit ihr ihn auch mal bauen könnt. Der ist nämlich gar nicht ganz so einfach, wie man es glaubt. Und je nach Anacon-Typ E115, E82, E92 und so muss der ganz minimal immer nur verändert werden, ne? Ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer gezogen werden oder ein bisschen spitzer gestaltet oder ein bisschen stumpfer gestaltet werden. Das wird dann schon schwierig. Aber naja, ne? So. Bauen wir hier nochmal eben den provisorischen Turm zu Ende. So. Und jetzt kommt hier oben drauf das Maschinenhaus. Jedenfalls werden wir es so andeuten, dass es hier wäre. Ne? Und ja. So, ne? Ja, damit wir unten auch so ein bisschen zum Abstützen des Maschinenträgers haben, sprich hier, ja, mache ich da jetzt Blöcke hin, aber naja, ne? Also, ja. So, dann haben wir hier zwei, nochmal zwei, drei. Nochmal zwei,
Nochmal zwei. Und wieder drei. Drei, weil auch der Turm ja 1, 2, 3 breit ist, ne? Deswegen immer 3. Ja, an der breitesten Stelle. Ja. So. Perfekt. Ja, brauchen wir ja jetzt hier einmal das zu machen. Da drauf einer. Na, dann haben wir hier so ein bisschen die, ja, ne, haben wir so ein bisschen die, wie soll ich sagen, ne, die Form, wie wir es bauen würden und, ja, können somit jetzt viel besser den Maschinenträger darauf setzen. So, das reiße ich mal eben wieder ab. Da können wir den Maschinenträger gleich aufstellen. Wir haben da so eine provisorische Gondel gebaut, ne? Können das ja auch nochmal lassen. So und so. Nein. So. Na, da können wir gleich den Maschinenträger, damit der da nicht so in der Luft schwebt, draufsetzen. Na. Jetzt brauchen wir aber erstmal den Generator. So. 3. 2. 2 und 3. 2. 2. Und 3. Auch nochmal. Haben wir die perfekte runde Form und daran kommt jetzt zweitig der Generator, wäre er zumindest. Ich will ja den Maschinenträger noch mal ein bisschen flüssiger für euch bauen, deswegen baue ich den jetzt noch mal hier hin. So, aber dafür brauche ich halt erst, damit ich mich besser orientiere, wo der Maschinenträger hin soll, brauche ich erst wieder den Generator. Dann ist es einfacher. Die Rotornarbe, das Innenleben habe ich euch ja gezeigt, das müsst ihr eigentlich mitgekriegt haben. Aber ja, ich gebe zu, der Maschinenträger, der war nicht ganz so flüssig, wie ihn sich vielleicht manche von euch vorgestellt hätten. Und deswegen baue ich den jetzt flüssiger nach, damit ihr es nochmal besser nachbauen könnt. Naja, ne? So, wir brauchen Eisenblöcke. So. Nein. So, da soll er hin. Verschließen damit den Generator sozusagen. Außen das Eisengitter sind praktisch die Wicklungen, die Kupferwicklungen und die Eisenblöcke sollen die Magnete sein, die sich drehen. Ja, na so, ne? An denen kommt wieder Eisengitter. So. 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 Perfekt, würde ich sagen. Ja. Und da rein kommt jetzt der Maschinenträger. Jetzt sind wir dort. Ja. So sieht der Generator aus, bevor er die Rotornarbe zumacht.
Jetzt geht's an den Maschinenträger. Dieses Teil nochmal, damit ihr es doch alle sehen könnt. Also hier kommt eine Reihe Dings dran, ne? Ja, dann habt ihr hier, hier und hier und hier jeweils Lücken. In diese Lücken kommt Eisengitter. Dann setzt ihr, müsst euch überlegen, wie wollt ihr das bauen. Überlegt euch erst ein Teil und danach das zweite. Also wollt ihr nun in der oberen Reihe anfangen oder wollt ihr lieber erst unten anfangen? Na, das müsst ihr euch jetzt selbst überlegen. Wo wollt ihr anfangen? Ich fange jetzt einfach mal hier unten an, würde ich sagen. Ne? Dann kommt hier eine Treppe dran. Die müssen wir erstmal aus dem Inventar holen. So. Hier eine Treppe. Nicht so. So. Und so. Da kommen Treppen dran. So, dann haben wir hier Blöcke dran. Auf die Blöcke wieder Treppen setzen. Dann habt ihr, ja, diese Diagonale, ne? Dann kommen daran wieder Blöcke, so. Wie gesagt, das ist das untere Teil des Maschinenträgers. Daran kommen wieder Treppen dran, von unten gegengehängt und auch gegenhängen von oben. Darunter wieder Blöcke gesetzt und ja, darunter wieder Blöcke und da dran nochmal Blöcke. So, ne? Dann habt ihr hier schon mal die untere Reihe des Maschinenträgers, sprich hier dieser und dieser Block endet das, ne? Ihr müsst das Ganze ziemlich gleichmäßig auf beiden Seiten genau gleich machen, ne? Jetzt kommen wir zum oberen Teil. Da setzt ihr jeweils hoch. Da setzt ihr hier jeweils wieder einen Block an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das wollte ich gerade nochmal zeigen. So, ne? Daran wieder Treppen. Zack, zack. Dann darunter wieder Blöcke. Zwei Blöcke jeweils. Dann hängt ihr daran wieder eine Treppe. So. Na? Ja, wir sind da oben. Haben die Treppe. Darunter zwei Blöcke. Daran wieder eine Treppe. So. Darunter wieder Blöcke. Zack, zack. Und dann die. Na klar, wieder eine Treppe. So, dann setzt ihr unter die wieder Blöcke und da dran würde ich sagen wieder Blöcke und auf diesen Blöcken setzt ihr wieder, so, ihr setzt die Blöcke einen tiefer setzen, so rum. Und auf diese Blöcke setzt ihr wieder Treppen drauf. Ne? Und dann haben wir einen perfekten Maschinenträger gebaut. So baut ihr den. Und, ja, so baut ihr den und von daher, ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, wie ich den Maschinenträger gebaut habe. Na, hier seht ihr das Ganze nochmal, ne? Ja, und dann, wie gesagt, vorne schon müsst ihr hier zumachen, dann einen vorsetzen, dann hier zwei so setzen, dann nochmal ein paar Blöcke davor, so, so, noch ein, hier jeweils zwei dran, aber so, dass ihr hier keinen mehr habt, da dran macht ihr jetzt
hier und auch hier unten drunter. Das hin. Und dann habt ihr auch einen perfekten Achszapfen gebaut. Und euer Narbendeckel, also die Rotornarbe, ist dann dieses Stück hier geschlossen. Ja. Die wird dann hier geschlossen mit. Na, wenn ihr hier drei dran habt, dann baut er das so. Und ja, so dass ihr dann hier an der Spitze des Maschinenträgers die Rotornarbe verschließen könnt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Teilt das Video mit Familie, Freunden etc. Und ja, wie gesagt, vergesst mich nicht zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Beim nächsten Video werde ich gucken, dass ich euch den Spoiler, also das Hinterkantensegment zeige. Und ja, noch einen schönen restlichen vierten Advent euch. Und wir sehen uns dann bald wieder. Ne? Von daher, macht was Gutes draus aus der Adventszeit noch. Und ja, ne? Von daher, viel Spaß heute euch noch dabei, den vierten Advent zu feiern. Und nur noch ein paar Tage, dann. Ja, ich habe gerade mal abgezählt. Nur noch 5 Tage, dann ist schon wieder Heiligabend. Na, dann, wenn wir uns bis dahin nicht mehr hören sollten, schon mal vorab schöne Weihnachtstage und ja, ich werde dennoch versuchen, wenigstens noch ein Video vor Weihnachten jetzt zu schaffen. Na dann, wenn ich es schaffe, na dann, ne? Ihr habt da mal das Innenleben gesehen und könnt es jetzt direkt so nachbauen, wenn ihr eine eiförmige Maschine habt. Und ja, ne? Wie gesagt, das ist der Maschinenträger von Enercon. Na dann, sag ich mal, ciao, ciao. Und ich werde dann jetzt proben. Ich werde proben, wie ich am besten den Spoiler, sprich das Hinterkantensegment, baue. Das tue ich an dieser E82. Genau, es soll eine E82 werden. Mit 135 bzw. nee, sogar 138 Meter Nabenhöhe. Und ja, ich werde mich hier jetzt weiter dran beteiligen, um die Probe zu nehmen, wie baut man den Maschinenträger nicht mehr, sondern den, ja, Spoiler, das Hinterkantensegment. Bis dann, Freunde, und ciao!